Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Frau Weiß, Sie haben recht, nicht jeder ist ein guter Mensch, weil er ein Flüchtling ist. Und ich habe sogar lernen müssen, nicht jeder ist ein schlechter Mensch, nur weil er in der CDU ist. Meine Damen und Herren, Frau Weiß, ich finde, Sie haben eine Chance vertan, auch wenn dieser Gesetzentwurf einige positive Elemente enthält, das will ich gar nicht bestreiten. Aber ein Gesetz, das die Hälfte der Asylbewerber von Integrationsangeboten ausschließt, hat sein Ziel nicht erreicht. Das ist ein schlechtes Gesetz. Und tatsächlich sind wir im Begriff sehenden Auges, ich zitiere unsere Integrationsbeauftragte, sehenden Auges die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Ich finde, damit hat Frau Özis ausdrücklich recht. Die Frage ist nur, warum fällt ihr das jetzt erst auf? Wo war Frau Özis eigentlich bis jetzt? Mit dem Festhalten an der diskriminierenden Einteilung der Flüchtlinge nach guter bzw. schlechter Bleibeperspektive verhindern Sie ausdrücklich Integration von über der Hälfte der Flüchtlinge. Und nur weil Sie den Menschen aus Afghanistan, aus Somalia, aus Sudan das Leben schlechte Bleibeperspektive verpassen, bleiben die Menschen doch trotzdem in ihrer Vielzahl hier. Und das wissen Sie doch auch. Das Einzige, was sich durch dieses Label ändert, ist, dass sich ihre Integrationschancen verschlechtern, und zwar rapide. Und das ist nicht nur ein Drama für die betroffenen Menschen, die im Grunde ihren Integrationsehrgeiz nicht umsetzen können und der sich dann in Frustration verwandelt. Das treibt die Kosten auch enorm in die Höhe. Und das ist besonders dramatisch, weil Sie mit dieser Politik die gesellschaftliche Unterstützung, die wir immer noch haben, aufs Spiel setzen. Sie treiben die Betroffenen in die Schwarzarbeit und die Illegalität und schaffen damit erst die Probleme, die die AfD mit ihren rechtspopulistischen Äußerungen heraufbeschwört. Das ist schlechte Politik. Und daran werden die 100.000 Arbeitsgelegenheiten auch nichts ändern. Es ist und bleibt das falsche Instrument, weil es qua Definition arbeitsmarktfern ist. Aber ich habe ja in der letzten Ausschusssitzung gelernt, dass die Arbeitsmarktintegration ja gar nicht das Ziel ist. Sie nehmen 300 Millionen Euro in die Hand, um den Flüchtlingen die Langeweile zu vertreiben. So haben Sie das im Ausschuss erklärt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Flüchtlinge wollen keine Beschäftigungstherapie. Sie wollen etwas lernen und sie wollen arbeiten. Mit 300 Millionen Euro könnten wir Sprachkurse, könnten wir Qualifizierung finanzieren. Und dieses Geld wäre selbst besser bei denen angelegt, selbst wenn die in ihre Heimatländer zurückkehren. Dann könnten sie einen besseren Beitrag zum Aufbau zu Hause leisten. Und das wäre dann auch tatsächlich hilfreich bei der Fluchtursachenbekämpfung. Sehr geehrte Frau Nahles, Sie haben ja in der Vergangenheit, wie ich finde, mit Werbe und zu Recht dagegen gekämpft, dass es eine Mindestlohnabsenkung für Flüchtlinge gibt. Aber dass jetzt ausgerechnet Sie ein extra Billigangebot bei den Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen, das finde ich eine Schande. Da wird die 1,50 €, die die deutschen Langzeitarbeitslosen kriegen, für die Flüchtlinge noch mal auf 80 Cent abgesenkt. Sie schaffen da ein Zwei-Klassen-System. Das ist hochgradig diskriminierend. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine sozialdemokratische Arbeitsministerin das macht. Was setzen Sie damit für ein Signal? Und dieses Zwei-Klassen-System setzen Sie bei den Sanktionen noch mal vor. Die Sanktionen, die Sie bei den Flüchtlingen vorsehen, sind deutlich härter als das, was wir aus dem SGB-II-System kennen. Ich finde, das ist wirklich eine Schande. Und lassen Sie mich
Dann lassen Sie mich doch noch mal Folgendes sagen. Was haben eigentlich Verschärfungen im Asyl- und im Aufenthaltsrecht in einem Integrationsgesetz zu suchen? Das ist doch Etikettenschwindel, meine Damen und Herren. Sie schaffen zusätzliche Unsicherheit bei den Betroffenen, und bekanntermaßen ist Unsicherheit Gift für die Integration. Meine Damen und Herren, die Integration von Hunderttausenden von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist eine riesige Herausforderung, die Jahre in Anspruch nehmen wird. Wir bräuchten dafür eigentlich ein richtig konsistentes Integrationskonzept. Aber Ihr Gesetz ist vom Geist der Abschreckung und der Ausgrenzung durchzogen. Dem werden wir unsere Zustimmung jedenfalls nicht geben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Josip Juratovic für die SPD-Fraktion.